Rico, mach mal die Tor auf. Putta Madre, mach die Tor auf, schnell! Oh, Putta Madre, wieder am Schlafen. Warte mal hier. Willkommen in meine Anwesen. Bismillahirrahmanirrahim. Madre, schaut euch diese schöne Zimmer an. Schaut euch diese schöne Flamme an. Ah, schaut euch diesen Bären an. Das habe ich vor 3 Jahren gegessen. Und sein Fell liegt immer noch hier, puta madre. Und da sind noch seine Überreste. Hier, dieser Bär. Ah, das war kein Bär. Das war ein Tiger. Scheiße. Ich habe schon alles vergessen. Hier seht ihr Bilder von meine Kinder. Na, ja, das sind meine. Ich habe vergessen, wer das ist. Puta Madre. Ah, das ist. Das ist meine Urgroßmutter. Die Rebecca. Sie war 14, als sie zu La Cosa Nostra als Sekretärin reingekommen ist. Und das ist sein Sohn. Das ist mein Opa. Ein sehr schlimmer Finger. Ein ganz Los Santos. Und das bin ich. Ja, liebe Leute. Ich war früher ein Hund. Oh, puta madre. Ich gehe nicht drauf ein. Das hier, das ist meine Frau. Ja, ich habe sie nie nur geheiratet wegen Geld. Ich wollte nur das Geld. Was ich am Ende bekommen habe, sind ihre Überreste von ihrem Tod. Scheiße, Amigos. Auf diese Leute will ich gar nicht drauf eingehen. Ach, puta madre. Und hinter diese Scheiße hier, hinter dieser Pferd, verbirgt sich sehr Großes. Aber dazu kommen wir sehr, sehr später. Buenas noches. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Also. Ciao, ciao. Hey du Papagei, was bist du denn für ein Papagei? Wer ist Papagei? Was ist das denn für ein Frisur? Wer sind Sie, der Herr, wenn ich fragen darf? Der Lopez. Buenos dias, mein Name Don Buenos J. John Jemmo. Sache Jemmo. Genau. Was machen Sie hier? Was sind Sie hier? Ich bin hier. Wie bitte? Wer sind Sie denn hier? Ich muss leise reden, dass keiner hört. Ich bin La Cosa Nostra Chef. Don Jemmo. Ah, si, ich verstehe. Si, amigos. Wer sind Aber Sie die denn? Die Polizei hat ein bisschen Nase geführt. Da, diese Polizei, diese Schweine, diese werde ich noch finden. Ich habe Polizei gesagt, Mediziner-Kollege hat Bankrott begangen. Heftig. Was? Mediziner hat Bankrott überfallen? Obwohl ich das war. Oh Puto, du gefällst mir. Wie heißt du nochmal? Die Jacke. Ah, das sind Sie Auto Sekuro? Von Polizia, einfach genommen, stand da. Oh, du gefällst mir. Wie heißt du nochmal, der Herr? Lopez. Paolo Lopez. Paolo Lopez. Was machst du hier? Was ist deine Ziel hier in dieser Stadt? Ein bisschen die Leute verwirren. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Und wann bist du eingereist? Ah, heute. Okay. Wir werden, du gibst mir jetzt deine Nummer. Kennst du diese neue Handy. Insel? Ich habe kein Handy. Scheiße. Steig ein. Ja, wir machen so, wir kaufen dir ein Handy, komm mit. Lass mich kurz aufschließen. Ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Paolo Lopez.
Bist du dir sicher, dass du in meine Familie reinkommen möchtest? Aber du weißt, es kommt einmal rein, aber der will rausgehen. Nee, geht nicht raus. Er stirbt. Komplett mit seinem Leben. Wer rausgehen möchte, der wird für immer sterben. Und wir sind die La Cosa Nostra. Mit uns fickt keiner hier. Wer ist diese Glatzkopf hier? Ende-Dealer. Alles klar, ich kaufe dir eine. Ich kaufe hier eine. So. Warum habe ich nur eine Handy? Egal. Ich gebe dir. Hast du bekommen diese Handy? Das jetzt. Ich muss jetzt selber kaufen. Puta Madre, was ist das für eine Scheiße, du hier Händler? Warum verarschen mich diese Scheiße? Hier 1-0. 5-9-7. Und die 4. Und dann 4, achso, okay. Alles klar, Lopez. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Wo willst du hin? Wo soll ich dich hinfahren? Garage wieder. Das ist gepackt. Alles klar. Bitte nein, schön, Lopez. Erwarte morgen Ihren Anruf. Werde ich machen. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Puta Madre, wo ist dieser Chief? Der Chief ist gerade nicht im Dienst. Vor 30 Minuten war der nicht da. Wo ist dieser Chief? Was macht er? Warum ist er nicht an seiner Arbeit? Er leitet eine ganze PD. Ja. Wo ist dieser Arschloch? Nicht beleidigen hier, ne? Ich mein's ja nur gut. Kurz was trinken. Look. Ah, diese Bio ist das schönste Getränk überhaupt. Da haben sie recht. Wer ist dieser Pinocchio? Park mal dein Auto ein. Was machst du da? Oh, puta madre. Ich habe auch eine Lamborghini. Oh. Ja, ich leider nicht, ich habe nur eine Bade. Brauchst du Geld? Der Herr? Ja, am besten. Puta Madre, wen willst du hier beeindrucken? Einmal nach links, einmal nach rechts. Ich mach nur meinen Job. Sie machen einen Job mit hin und her fahren. Gehen Sie mir nicht auf die Eier. Oh, puta Madre, puta Madre. Oh, puta Madre, stellen Sie bitte nächstes Mal gescheite Leute hier. Unerfahrene, unkoordinierte Leute hier. Allein eure Chief. Wo ist diese Scheiße Chief? Der Chief, der ist jetzt nicht mehr im Dienst. Puta Madre, puta Madre. Ich warte schon ganze 2-3 Stunden, bis ich diese Chief sprechen kann. Er hat noch Schulden bei mir. Was wollten Sie damit ihm besprechen? Nur wegen dem Geld oder was? Puta Madre, das ist kein nicht einfacher Geld, weißt du. Er hat nur 80k, ja. Da müssen wir noch ein bisschen. Noch höher gehen. Deswegen ist das nicht so einfach sozusagen hier an Ort und Stelle, wissen Sie? Mhm. Ah, puta madre. Ist. Die Insel. Meine neue Insel. Wir waren vorhin drauf. Wie? Oh, puta madre, wie Sie waren drauf? Waren Sie auf meine Anwesen? Nein, auf ihr Anwesen nicht. Puta Madre, ich habe schon gedacht. Was haben Sie auf meiner Insel gemacht? Wir haben da. Wir? Oh, Puta! Ja, ich, Chief. Was haben Sie auf meiner Insel gemacht? Nur geguckt. Beruhigen Sie sich. Wo waren Sie genau? Sagen mir sofort.
Flugplatz. Mit was sind Sie mit Helikopter geflogen? Genau. Okay, gut, dass Sie mit eure scheiß Dreckskopffahrzeuge nicht auf meine Insel gekommen seid. Diese scheiß Reifen machen alles noch dreckig. Ich habe schon... Jetzt fährt er wieder hier lang. Ah, diese Kollege ist echt... Wissen Sie, wer ihn eingestellt hat? Der Chief. Mutter Madre, ich kann leider nichts sagen. Ich wusste schon immer, dass dieser Chef ein bisschen kaputt im Kopf ist. Mit seiner Babystimme. Mutter Madre. Ich glaube, der ist Leutnant. Leutnant. Er hat mir gesagt, er ist Rocker-Dezernat. Ich weiß nicht, was dieser ist. Rekrut. Okay. Bruder, der ist bei Ballas. Wissen Sie? Bei den Ballas? Ballas. Hat sich aber aufgelöst wegen Geldschwierigkeiten. Dann hat er mich nach Los Santos geschickt, dass ich diese Stadt kontrollieren soll. Wissen Sie? Ja. Und jetzt, bald, wird die ganze Stadt mir gehören. Natürlich nach Ihnen. Sie sind die Judikative und keine Ahnung, was Sie da sind. Aber eine Frage habe ich trotzdem. Was macht dieser Idiot? Ich weiß es nicht. Aber am besten nicht hier beleidigen, ne? Das ist keine Beleidigung, das ist Erziehungsmaßnahme. Diese Leute müssen lernen, wie man hier diese Arbeit macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mich ab. Buenas noches, puta madre. Okay, ciao. AMG. Oh, Jamal! Oh, wie geht's dir? Ah, super, super. Und dir? Mir geht's auch gut. Komm, amigo. Wir werden dich jetzt einkleiden und dann werden in unser neues Anwesen gehen. Du wirst das anziehen, ich werde andere anziehen. Bist du zufrieden, Jamal? Sag mir, wenn du ready bist. Ich warte draußen. Sehr schön, Jamal. Bis ich draußen war, bist du schon fertig. Rico, mach die scheiß Tür auf. Oh, Rico, mach die Tür auf, du Puta. Oh, Puta Madre, mach nicht auf, der schläft schon wieder. Oh, okay, jetzt fangen wir mal an. Reinspaziert. Hier links. Ist deine neue Hause. Wo? Hier. Rechts. Hier, genau, jetzt rechts. Vorhin war links. Ist ein bisschen kleiner Haus. Aber gefällt mir, gefällt mir. Du musst damit leben können. Hier kannst du schlafen, mein Herr, mein Jamal. Natürlich. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, dann werde ich dir eine Villa kaufen. Oh, eine wunderschöne Villa. Genau, das werden wir noch klären. Jetzt komm mit. Aber nie vergessen, das hier ist dein Haus. Ja, hier sind schöne Bäume, habe ich selber mit eigenen Händen rangemacht. Ui, ui. Sehr schnell in zwei Stunden. Ganze Baum. Genau, zwei Stunden so hoch geworden. Ich bin eine Magier. Hier ist auch so eine schöne Wasserdingsbums. Kannst du deine Füße abtrocknen, Ding sauber machen. Genau. Famadre, ich verwirre mich. Was ist das hier? Ich weiß selber nicht, wo ich hinlaufe. Amigo. Egal. Die ganze Insel gehört uns. Das ist eine sehr große Insel. Genau. Wenn wir kleine Besprechungen haben mit normalen Zivilisten, wenn wir Leute gefangen haben, werden wir hier sie befragen. Unter diese Scheiße hier. Diese Brunnen mit Ei. Genau, Eibrunnen. Ab jetzt heißt damit das Eibrunnen. Genau so ist das, Jamal. Ich bin stolz auf dich. Also nur Geringverdiener werden hier befragt.
Und andere Leute werden ganz woanders befragt. Das hier, diese ganze Wohnung, ist mein Palast. Hier kommt nur einer rein mit Dings, mit Genehmigung. Auch ihr. Versteh mich nicht falsch, Jamal, aber ich lass nicht jeden rein. Ich weiß schon, weil Privatsphäre und so. Genau. Manchmal habe ich hier drei Chicas am Start. Da kann nicht jeder einfach reinkommen und sehen diese Akt, weißt du, Amigos. Ja. Wenn ich kurz schon drin, oh, Amigo, das geht nicht. Dann kommst du rein und, oh mein Gott. Sowas geht nicht. So. Nicht okay. Jetzt gehen wir in meinen Palast rein. Oh, wunderschön. Das ist mein Palast. Das ist eine Bitte an dich, niemand weiter zu erzählen. Hast du mich verstanden, Jamal? Weil das ist eine sehr Privatsphäre, aber ich erzähle dir. Okay. Diese Frau ist meine Urgroßmutter. Hm. Mit 14 Jahren hat sie angefangen, La Cosa Nostra anzunehmen. Sie war die erste Person, die La Cosa Nostra gegründet hat, genau. Du weißt ganz genau, dass ich nicht Deutsch gut kann. Ah, puta madre, du bist der Beste, Jamal. Yeah. Oh, puta madre, wenn ich diese Bilder sehe, mir geht immer schlecht. Wenn du nicht erzählen willst, dann musst du auch nicht. Ich werde dir erzählen. Schau jetzt genau dieses Bild wieder an, Foto an. Hm. Ich habe dir gesagt, diese Frau auf diesem Bild ist meine Urgroßmutter. Sie hat gegründet La Cosa Nostra 1942. Hm. Das daneben ist sein Sohn, also mein Opa. Er hat es nicht viel weit gebracht. Er war ein Schmarotzer, war der. Und weißt du, wer dieser Hund ist? Wer war dieser Hund? Das war ich. Du warst dieser Hund. Das ist kein echter Hund auf diesem Bild. Das ist nur ein Hundverkleidung. Dieser, weißt du, was ich meine? Okay. Aber schau mal, wie ich mich da hingesetzt. Wie ein Hund. Sehr wachsam, wachsam. Genau. Komm mit. Wie gesagt, das ist meine Zimmer. Ohne Erlaubnis kommt hier keiner rein. Hm. Wenn du hier und da mal drei, vier Mädchen da hast, ein paar Frauen. Ja. Dann sowieso nicht. Bei mir ist meistens drei ist zu wenig, bei mir ist meistens mit fünf Frauen. Weißt du, eine links, eine rechts, eine vorne, eine hinten. Diagonal 7 Grad, weißt du? Ich verstehe. Das ist nicht so einfach bei mir. Und wenn dann einer reinkommt und sieht diese Aktion, dann fühle ich mich nicht wohl. Es kann dann sein, dass ich dieser Mann, wer reinkommt, auch diagonal auf 75 Grad nehme, weißt du? Dann schaue ich nicht auf Mann oder Frau. Ah, wohin gehe ich? Scheiße, wir müssen in Lager. Komm mit. Hier ist unsere Ehre und Stolz. Wenn du hier reingehst, hier ist alles von uns. Hm. Wenn hier einer reingeht, dann haben wir verkackt. Wenn hier einer reingeht, ist das unser Ende, Jamal. Warum? Was ist da so? Du wirst das gleich sehen, Amigos. Komm mit. Hier sind noch paar Mäuse drin. Hier muss noch Agatha ein bisschen sauber machen und dann wird alles wieder in Ordnung gehen. Da oben geht nicht weiter. Komm mit. Aber davor, Jamal, ich muss das machen. Ich vertraue dir 100%, aber ich muss dich fragen. Wirst du ein Teil des La Cosa Nostras werden. Und ich will ein Teil der Familie werden. Und Don Ich Giacomo. Will ein Teil der Familie sein, der
sein Leben für diese Familie aufs Spiel setzen würde, nur um alles zu sichern. Alles klar. Wirst du auch mir für ewig und ewig folgen? Kann ich dir so? Mein ganzes Leben lang. Das freut mich zu hören, Jamal. Hiermit willkommen in der Familie La Cosa Nostra. Würdest du dich für diese Frauen, was ich vorhin gesagt habe, dich opfern lassen? Natürlich. Das freut mich, Amigo. Und wenn ich nächstes Mal fünf Frauen neben mir habe, ich werde dir zwei davon geben. Kannst du zu Hause bei dir auch deine schöne Freizeit genießen? Nein, deine, diese Frauen gehören dir. Wenn ich eine Frau suche, ja, mal, werde wenn ich dir selber sage, besuche. Wenn ich dir sage, du nimmst diese Frauen, dann wirst du diese Frauen nehmen. Okay. Das ist ein Geschenk von dir. Frauen einfach nehmen. Was wirst du mit dieser Frau in anstellen? Sag mir das. Oh, sehr viel. Sehr viel. So. Willst du dann auch diagonal 7 Grad machen? Natürlich. Diagonal. Und weiß ich nicht noch alles. Senkremental meinst du? Genau. Puta madre, sehr schön. Bist du bereit auf deine Geschenk? Ich bin bereit auf diese Geschenk. Aber was ist diese Geschenk? Oh! Hast du bekommen? Vielen Dank! Vielen Dank! Zieh mal raus, ich möchte das in deine Hände sehen. Oh puta madre, das ist Jamal! Das ist der richtige Jamal! Jetzt wird uns keiner mehr aufhalten können! Mit diesen Waffen werden wir ganze Welt erobern! Die ganze Stadt! Du weißt diese Zeit, wo dein Bruder dir gesagt hat, wir hatten nur eine Pistole in der Hand und gegen Polizisten war schwer. Aber wir als Brüder von unseren Brüdern haben wir diese Waffen, um uns diese scheiß Polizei zu holen. Jetzt können wir uns besser verteidigen. Das wollte ich dir noch sagen, Amigo. Ich habe heute einen Mann, einen jungen Mann in dieser Stadt, in der anderen Insel getroffen. Er war sehr korrekt. Er ist Mexikaner. Mexikaner, okay. Unsere eigene Blut fast schon. Dieser Mann wird uns morgen, ich weiß nicht wann du kommst, um 13 Uhr werde ich ihn anrufen. Ungefähr 13 Uhr werde ich ihn anrufen und hier an unsere Anwesen einladen. Und dann werden wir eine Befragung machen. Okay. Weil ich möchte das mit dir machen, ihn befragen. Ich möchte auch, dass du ein paar Fragen stellst. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Aber ohne dich möchte ich das nicht machen, Jamal. Das freut mich, das zu hören. Sehr schön. Okay, dann begleite ich dich noch zu deinem Hause und dann verabschieden wir uns. Bis dann, sehen wir uns morgen wieder. Ja. Okay, Amigo. Dann schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen, Amigo. Buenas noches. Was für gute Nacht. So auf jeden Fall, wie gesagt, weil ich jetzt schlafen gehe. Buenas noches. Nicht gute Nacht. Kannst du das sagen? Buenas noches. Genau. Amigo, pass auf dich auf. Bis morgen. Pass du auch auf dich auf. Ich schreibe dir den rechtzeitig. Alles klar, schlaf gut. Danke.